willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute euch jemanden vorstellen. Und ein zwar besonderes Familienmitglied. Genau. Und zwar? Ja, werdet ihr das jetzt in diesem kleinen Video schon einmal sehen. Viel Spaß! Einen kleinen Einblick, und zwar ist das Balu, der kleine Bullmastiff Rüde. Genau. Balu ist 13 Wochen jung. Genau. Und wir haben ihn heute ist der dritte Advent. Heute haben wir ihn genau eine Woche und einen Tag. Mhm. Genau. Und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wieso habt ihr jetzt einen neuen Hund? Wie ihr ja mitbekommen habt, ist ja leider vor paar Monaten unser Boxer viel zu früh verstorben. Der ist ja gerade mal nur 5 Jahre alt geworden. Und der hatte ja ganz schwer Krebs am Herzen und mit Wasser in der Lunge. Und da konnte man halt auch nicht operativ ihm irgendwie helfen oder mit Medikamenten oder Chemotherapie oder ähnliches. Und von daher mussten wir ihn ja leider erlösen. Ja, und dann war das die ganze Zeit so, dass wir gedacht haben, also gerade auch mein Mann und ich, dass wir dachten, nee, wir sind durch mit dem Thema Hund, weil das einfach so traurig war und das hat einen so ein bisschen in so ein Loch gezogen. Man hat gedacht, nee, also diese Trauer, das möchte man eigentlich nicht nochmal erleben. Natürlich aber haben wir jetzt noch Muffin. Genau. Und wir hoffen auch, dass er sehr alt wird. Ja. Aber das Ding ist halt, auch sowas gehört halt zum Leben mit dazu. Und wenn man mal, also so nachdem die Trauer so ein bisschen weniger wurde, kamen dann halt einfach diese ganzen tollen Erinnerungen, die wir hatten an Spencer. Und die ganzen schönen Momente. Genau. Und das überwiegt dann einfach auch nochmal. Also wir hatten ja wirklich 5 richtig tolle Jahre mit Spencer. Und dann stellt man sich natürlich die Frage so, ja, jetzt kein weiteres Tier zu holen, weil man Angst hat, irgendwie, es passiert wieder irgendwas. Und dafür halt diese tolle Zeit nicht zu haben. War das richtiges Deutsch? Ja, richtig. Auf jeden Fall haben wir gedacht, irgendwie möchten wir doch wieder einen weiteren Hund. Das Thema war ja auch, dass wir gesagt haben, wir haben unser ganzes Leben eigentlich quasi eingerichtet auf 2 Hunde und dann natürlich noch auf einen großen Hund. Genau, wir haben uns extra ein großes Auto, ein Kombi geholt. Vorher hatten wir so einen kleinen Golf und halt, wo beide reinpassen. Genau. Auch, damit das alles passt und ja. Ja, es fehlte auch einfach irgendwas im Leben. Genau. Quasi. Das war irgendwie so ganz komisch. Es fehlte einfach, ja. Ja, generell, also wie gesagt, Spencer, der wird durch keinen anderen Hund ersetzt, ne? Das ist klar, also jeder Hund ist einzigartig. Genau, aber es fehlte halt einfach was. Genau. Und dann hatten mein Mann und ich halt überlegt, also die Überlegung hatten wir eigentlich auch schon damals, also bezüglich der Rasse, hatten wir auch schon damals, bevor wir uns Spencer geholt haben, hatten uns dann aber erstmal für einen Boxer entschieden, aber jetzt haben wir uns gedacht, Mensch, seit 6 Jahren waren wir eigentlich am Überlegen, halt wegen einem Bullmastiff, ob wir uns den holen, und hatten uns da halt auch wirklich schlau gemacht. Und ja, und jetzt kam das halt so, dass wir einen super tollen Züchter kennengelernt haben. Also das Problem bei Bullmastiffs ist ja sowieso, es gibt wenig Züchter. Und die Züchter, die gut sind, ja, die sind meilenweit weg. Also wir sind richtig lang. Ich glaube, wir saßen den ganzen Tag nur im Auto, um den Kleinen abzuholen.
Die sind natürlich sehr weit weg, und aber da haben wir wirklich echt eine ganz tolle Zucht kennengelernt. Also man sollte ja generell darauf achten, wo man seinen Hund holt. Also normalerweise, wir hatten auch überlegt, holen wir einen Hund aus dem Tierheim. So, da wir aber ja halt so Molosser-Fans sind, hatten wir dann auch geguckt, ob vielleicht ein Bullmastiff im Tierheim auf einen neuen Besitzer wartet. Hatten da aber leider keinen gefunden. Und ja, deswegen war unsere Überlegung, gut, dann starten wir halt wieder von neuem und holen uns einen Welpen. Genau. Und soll ich was erzählen? Ja. Und dann sind wir da halt hingefahren, haben uns die ganze Zucht angeschaut, haben auch die Elterntiere gesehen. Und ja, also die waren alle super süß. Ja, man sollte ja sowieso drauf achten. Also man sollte sich die Zuchten mit mehreren Zuchten auch mal sprechen, sich das anschauen, wenn möglich. Jetzt durch Corona, muss man ganz ehrlich sagen, war es halt nicht immer möglich. Wir waren ja trotzdem mit anderen telefoniert. Ja, telefoniert haben wir mit einigen. Und einige waren am Telefon schon, wo man dachte, das ist komisch. Und aber achtet auf jeden Fall darauf, solltet ihr eure Tiere oder eure Hunde beim Züchter kaufen. Guckt euch die Zucht genau an, lasst euch die Elterntiere zeigen. Und also es war wirklich perfekt da. Also die Hunde, die haben, ich weiß nicht, wie viele erwachsene Hunde die haben sich alle verstanden. Ja. Die ganzen Welpen, die haben mit den Erwachsenen, auch mit dem Papa zusammen gespielt. Wir konnten ja, den Papa Fall. Kennenlernen, die Mama. Also so ein auch, süßes auch noch Wesen. Eine andere. Genau, noch, genau, die andere Mama dann noch. Also genau. Super, echt. Die haben auch die Welpen mit im Haus gehabt, was ich euch immer sagen kann, achtet auf sowas, weil einfach bei Spencer war das zum Beispiel so, der ist sehr isoliert aufgewachsen während der Zucht. Genau. Wir dachten eigentlich, ja, es ist bestimmt ganz toll. Nein, es ist nicht. Also es ist schon toll, wenn die wirklich mit im Haushalt aufwachsen. Natürlich haben die so ihren Ruhebereich, das ist klar, genau. Aber die lernen einfach diese Sozialisierungsphase ist ja auch total wichtig. Langweilig dich. Nein, ich bin auch und so müde. Und ja, also das ist halt total wichtig, dass sie Geräusche auch kennenlernen. Ja, und oder auch so Sachen, zum Beispiel auch die Züchter, die hatten auch zwei Söhne, waren das, glaube ich. Genau. Und ist ja auch klar, dass die waren auch etwas älter schon. Dann hören die mal Musik, dann fällt da mal was runter. Genau. Daran gewöhnen sie sich einfach. Genau, so. Dass es nicht so neu ist, ne? Ja, und wir haben uns dann auch entschlossen, Balu dann mitzunehmen. Da hieß er noch Seed, das war der Wurfname. Es gibt ja immer Wurfnamen. Genau. Und es war auch der S-Wurf. Ja. Das war ein bisschen komisch, weil Spencer war auch der S-Wurf. Und ja. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Ja. Ja, denn das nächste Problem, was jetzt natürlich besteht, zwecks Hundeschule. Also wir hatten mit einigen Hundeschulen gesprochen, stehen jetzt auch auf der einen oder anderen Warteliste, weil die Welpengruppen brechend voll sind. Ja. Und auch da sollte man achten, jeder nennt sich heutzutage Hundetrainer. Man hat ja schon ein bisschen Erfahrung, das ist jetzt ja der dritte Molosser, den wir haben. Und ja, da muss man halt auch auf die Hundeschulen achten. Und aber wie gesagt, da stehen wir jetzt auf ein paar Listen. Aber der Lockdown kommt wohl wieder. Ja. Und dann dürfen nämlich halt auch solche Sachen wie Welpentreffen, Hundeschule nicht stattfinden. Das ist natürlich schade, aber gut, man soll ja nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Genau. Wie gesagt, man hat ja Hundeerfahrung und ja, das kriegt man schon. Man trifft ja auch draußen immer mal und Hunde. Und übrigens, falls ihr euch gerade überlegt, warum hatten die drei Molosser? Muffin zählt auch zu den Molossern. Ja, genau. Muffin ist die kleinste Molosser-Rasse quasi. Es wird sich halt auch noch ein bisschen was ändern auf dem Kanal. Genau. Soll ich das jetzt mal sagen? Also, wir hatten uns das auch lange Zeit mal überlegt, da Mama ja auch immer mit in den Videos drin ist, genau, hatten wir uns einfach mal überlegt, dass wir nicht diesen Kanal zusammen machen wollen. Wir haben natürlich schon davor die ganzen Videos, alle Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt, auch so ein bisschen der Vlog,
Aber sonst alle anderen Videos, die haben wir alle zusammen gemacht. Auch die Schleichvideos. Auch die Schleichvideos, genau. Vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, vor 2, 3 Jahren? Wie lange ist das her? Wahnsinn. Also da haben wir die auch immer zusammen gemacht. Mhm. Und das ist einfach so unser gemeinsames Hobby. So. Genau. Das ist einfach so, vielleicht haben so andere Hobbys, aber das ist einfach so unser Hobby, mit dem wir uns ablenken, mit dem wir uns halt beschäftigen. Genau. Oder auch, das ist so auch die Zeit, wo wir halt auch ganz viel miteinander einfach so machen. Wir machen auch so viel miteinander so. Aber nein, sonst gehen wir uns nur aus dem Weg. Natürlich. Nein. Nee, ich war ja erst überlegen, ob ich speziell nur Hunde auf meinem Kanal mache, aber was soll das? Also, ja, wenn wir sowieso diesen Kanal zusammen machen. Ja, eben. Genau, hier habe ich ja auch ein paar mehr Abonnenten. Quasi. Ja, es geht mir gar nicht so um die Abonnenten, aber... Aber es ist ja auch einfach spannender, vielleicht auch für euch. Es geht uns ja auch einfach um die Zuschauer natürlich auch. Und es ist auch einfacher, einen Kanal zu führen, als irgendwie auf zwei Kanälen was hochzuladen. Genau. Also auf jeden Fall bleibt der ganze Content so auf dem Kanal bestehen. Genau. Da braucht ihr keine Angst haben. Farbmäuse. Ja, Farbenmäuse, Hunde, Kampfsport kommt auch mal bald wieder. Ja, aber auch der Quan hat ja zu. Ja, das genau. Also der Quan, das ist, wo ich trainiere. Ja. Vielleicht wissen das nicht so alle. Stimmt. Also der Quan, das ist ja, wo ich halt da trainiere. Das nennt sich halt in meiner Kampfsportart halt Quan. Das ist, glaube ich, chinesisch heißt Trainingsraum. Das musste ich mal lernen. und genau, der hat jetzt auch zu. Ja, da kann ich euch vielleicht auch mal ein bisschen so mein Trainingsprogramm auch zeigen. Ja, zu Hause, genau. Und was ihr auch vielleicht machen könnt. Also das kommt auf jeden Fall nur zusätzlich. Hatte ich eigentlich vor, euch so ein bisschen mitzunehmen, damit ihr seht, wie Balu sich entwickelt, was wir machen, was wir vielleicht auch trainieren. Genau. Und ich werde wahrscheinlich auch mal 1-2 Mal in diesen Videos auch vorkommen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Auf jeden Fall hinter der Kamera immer. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Man kann dann auch mal gucken. Also wir haben schon einige Ideen. Ja. Bezüglich auch so Thema Hund. Wir glauben eigentlich, das wird schon ganz cool werden. Balu und seine Kuh. Oh, wow. Na gut, alles klar. Das war's mit diesem Video. Genau. Bleibt alle gesund. Genau, bleibt gesund. Und dann würden wir sagen, das war's mit diesem Video und tschüss. Bis dann, tschüss.